Ja, moin Leute, euer Tress hier. Wir spielen die Tankstelle. Ich habe sie schon öfters wieder versucht und sie frustriert mich. Sie frustriert mich hart. Also, ich mag diese Tankstelle nicht besonders. So wirklich überhaupt nicht. Und ich weiß, was man hier machen muss und ich weiß auch, was das hier soll, aber selbst wenn ich das jetzt nicht schaffe, es wird der letzte Part sein, weil darum. Es macht hier einfach keinen Spaß mehr. Und wenn ich keinen Spaß mehr an einem Let's Play habe, dann Let's Play ich das auch nicht mehr. Ich meine, es ist ein Brot. Man spielt eine Scheibe Toast, die einfach mal viel zu schwer ist. Sich bewegt wie ein Klostein, der schon zu alt ist. Und naja. Eine Steuerung hat wie, ja, ein zu alter Klostein. Klostein Simulator 2015. Geil. Ich verstehe nicht mal die Steuerung. Ich meine, wie justiert sie sich? Man sich wirklich. Man sagt so, ja, okay, hier. Stelle 1. Muss die rüber. Man zieht so ein bisschen. Man zieht hier einfach mal so rüber. Aber es funktioniert nicht, weil Steuerung einfach mal beschissen ist. Ich meine, natürlich ist es Part des Spiels, dass die Steuerung so müllig ist. Deshalb ist es ja auch so witzig, aber in gewissen Situationen ist es für mich eher nur frustrierend. Oh, ich habe ja schon gar kein Greifen mehr. Ganz vergessen. Und weil ich hier gerade irgendwie am Anfang noch die ganze Zeit rum fail, macht es mir auch noch nicht mal mehr wirklich viel Spaß. Tatsächlich ist das ja nicht mal der schlimmste Part. Das Schlimmste ist einfach nur zu sagen, okay, ich bin hier auf grandiosen Arten und Weisen schon gestorben. Und das meistens nicht mal, weil mir es am Greifen fehlte, sondern einfach weil Stupid RNG von einem Feuerlöscher, von einem Gasrohr, das meinte nicht zu entzünden, obwohl vorhin Funken waren. Ich weiß nicht, warum die Entwickler sich das eingebaut haben oder ob ich das überhaupt richtig gemacht habe, aber es ist auf jeden Fall nichts passiert. Und dann hatte ich halt 0%, hab trotzdem noch gelebt und dann bin ich auf einmal gestorben, weil gar nichts. Also 0%, paar zerquetschte dahinter, die man nicht sehen konnte. Und ich glaube langsam wirklich, das liegt nur an der Kamera. Man muss sich einfach nur mit der Kamera noch ein bisschen bewegen. Und dann kann man frustriert sein, wie sich das Ding hier verhält. Ich bin hier schon etliche Male irgendwo hängen geblieben und ich bin immer mal wieder mal runtergefallen. Das Schöne ist, wenn man hier runterfällt, ist es nicht ganz so schlimm. Man stirbt nicht instant, wie bei Bad oder woanders. Mein Gott. Auf jeden Fall, ich soll hier jetzt erstmal so ein schönes Feuerzeug mitnehmen. Ich nehme jetzt einfach das mit. Ist das dein Ernst? Ich will mich hier einfach nur fortbewegen und dieses Feuerzeug behindert mich fast schon noch mehr als sonst was damit. Ja, ich lebe noch. Warum habe ich da das R gedrückt gehalten? Ist doch den nicht.
So. Ja. Ich verstehe diese Steuerung nicht, ne? Ich meine, was denkt sie sich gerade? Ja, Steuerung. Kann ich nicht denken. Vergesse ich immer wieder. Ein blödes Schild. Ich verstehe das nicht. Ich meine, man macht so ein bisschen so, ganz leicht. Das Ding überschlägt sich immer fast. So, also Aufgabe, halt hier rüber, Gas anmachen und mal schauen, ob es funktioniert. Die Sachen machen sich auch irgendwie immer wieder selbstständig, ne? Ich kann das Ding nicht mal loslassen. Das macht es jetzt gleich automatisch, weil... Spiel. Hä? Ich finde diese Überschläge, die man hier so immer so macht, finde ich mega geil, weil das ja auch so viel Sinn macht. Ja, jetzt halt das Feuerzeug nehmen, hier hoch irgendwie. Ich lasse mir schon zu viel Zeit. Ich muss nur sehen, dass das Ding nicht falsch fällt. Aber... Na bitte, geht doch. Super, ich hab's endlich geschafft. Endlich! Nach... Ja, auch wieder gut, 2 Stunden Aufnahmezeit. Es war aber keine Outtakes. Weil das mir sowieso schon zu lange gedauert hat heute. Ich bekomme heute noch schönen Besuch. Darüber freue ich mich. Ich freue mich auch über alle Leute, die sich das hier erstmal angeguckt haben. Und wow. Ich bin ein Toast. Und schon wieder ein D. Epilog. Ja gut, den mache ich jetzt auch noch mit. Für euch. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade nur so ein paar FPS? Naja, gut. Eine Axt und... Boah, oh Gott. Dann gut, mache ich halt noch den Epilog fertig für euch. Weil, warum nicht? Eine Axt und mein Bruder... Toast. Der Typ ist sicher und ich habe gar keine Genießbarkeit. Oh Gott, wie gut ist das denn? Aber ich habe Greifen, was unschön ist. Mein Gott, wieso?
Also, ich merke, wir fahren Auto und ich bin ein Tourist. Ich muss mich hier irgendwie an dem Kofferraum so ran. Wo bin ich? Hä? Ich bin hier irgendwie wo zwischengelandet. Wie habe ich das denn angestellt? Was zur Hölle? Alter, was ist das denn? Ich weiß auch gar nicht, was hier meine Aufgabe ist. Ich bin in einem Auto, ich bin ein Toast. Also hier wird ja auch nicht gesagt, was ich machen soll. Ich merke nur, dass hier die Steuerung noch beschissener ist, als sie sowieso schon ist. Fährt dein Block Kurven? Weil für mich sieht das nicht so aus. Ich merke nur, dass er ziemlich holprig fährt. Naja, immerhin fährt er. Immerhin kann er vielleicht fahren. Aber dieses Auto kenne ich ja schon. Es hat mich schon mal gekillt. Mit einem guten Bug, den ich euch ja nicht davor enthalten habe. Was soll ich hier machen? Ich bin jetzt hier auf dem Auto und... Super. Ey, geil, man sieht mal einen Menschen. Bob. Er heißt Bob. Bob der Baumeister. Das ist Bobby. Bobby der Baumeister. Geil. Bob ist mein Besitzer. Alter, was ist denn das für eine Steuerung hier? Ach so, also so Wind und... Ah, okay, das ist also Windschatten. Geil. Ich soll jetzt zu diesem Bobby da hin, oder? Ich gehe mal zu Bob und sag Hallo. Vielleicht mag er mich. Ich bin ja ein Toast. Und Toast ist ja bekanntlich immer sehr lecker. Aber ey, das Windschatten. Ich bin froh, dass man hier mal drauf landet. Sonst wäre man ja sofort tot. So, dass man hier mal rüberspringt. Wenn man da oben kann man natürlich hier rein, oder? Das sieht sehr nach Scheibe aus. Aber ich muss es versuchen. Nein! Wow! Das sah nicht sehr gut aus. Also irgendwie geht mir auch die das Greifen nicht aus, wenn ich mich immer hier so rüberwerfe. Wow.
Yay, ich bin drin. Cool. Das ist doch super. Wo bin ich aber gerade? Achso, ich bin hier unten beim Boden da. Vor einem Auto. Okay. Ach, Bob der Besitzer. Nicht Bob der Baumeister, Bob der Besitzer. Gott, diese Kamera. Ne? Die ist so scheiße. Kann man hier noch irgendwie... Hey, da ist doch der Dingsknüppel. Vielleicht kann ich den ja auch ein bisschen ärgern. Und ich merke schon, wir sind nicht in Deutschland. Er ist ja... Die Fahrerseite ist ja woanders. Er fährt gefährlich. Okay, also wir sind ein Toast und wir haben mittlerweile es schon geschafft, eine Tankstelle in die Luft zu jagen. Ans Bein krabbeln. Ich mache das lieber am Bein. Ich glaube, das ist besser. Also, der Epilog ist jedenfalls witzig. Auch wenn ich hier Kamerajustierung scheiße finde. Weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich gerade bin. Bin unter ihm, ne? Ja. Ich hab's doch fast. Lass mich doch an sein Bein ran. Ich werde voll gefüßelt von ihm gerade. Mensch, ich hab's doch gleich. Da, ja, endlich bin ich dran, glaube ich. Nee, nicht so ganz. Nee. Nicht gut, nicht so wie ich will. So. Ah, jetzt habe ich das. Hier an A4 und. Ah, so. Jetzt kann ich ihm besser Hallo sagen. Glaube ich. Boah, Alter, der hat ja aber richtig Nervenzucken, ey. Alter, du solltest mal zum Arzt gehen, Junge. Du zitterst ja mal richtig hart. Seht ihr das? Der soll mal zum Arzt, ne? Das ist doch nicht gesund. Was ist da los? Alter! Das ist doch... Was ist das? Hä? Oh! Hä? Bob ist... Er lebt noch. Glaube ich. Seht ihr, er ist quicklebendig. Ja. Okay, also, das war Let's Play I'm Red von mir. Gut, was sage ich zu dem Spiel? Die ersten Level waren gut. Die fand ich witzig. Das Spiel war gut. Aber nachher wurde es irgendwie langweilig zu sehen, dass man immer wieder dasselbe gemacht hat. Man muss halt Toast werden. Die letzten beiden Level hätte ich gelassen. Der Epilog war hingegen klasse. Auch wenn ich irgendwie das nicht verstanden habe. Der hat sich von einem Stück Brot erschrecken lassen. Was will ein Brot machen? Ziemlich schwierig sein. Und die Windmühle. Ja. Ich fand das Spiel... Ich würde es eine gute 3- geben, weil es am Ende so meh geworden ist.
Und sonst war das ganz gut. Es wird auf jeden Fall danach wahrscheinlich jetzt noch... Also ich werde wahrscheinlich jetzt Portal Let's Playen zum Schluss. Für... Schluss. Das hat ja gerade erst bei mir angefangen. Also ich werde jetzt halt nach Iron Bird Portal Let's Playen. Ich habe es mir auch schon geholt. Weil Portal klingt eigentlich ganz gut für mich. Ich habe das noch nie gespielt, aber... Ich habe Portal zweimal angespielt, aber... Portal 1 werde ich anfangen. Portal 2 kommt vielleicht auch noch. Aber das war erstmal Iron Bird. Ich bin euer Trace. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.